Ist dein Unternehmen eigentlich bereit für hochpreisige Kunden? Was musst du tun, um eine Premium-Positionierung am Markt zu erreichen und diese vor allem auch langfristig zu halten? Genau darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, im Endeffekt ist es so, dass jeder Handwerker, gerade jedes kleine Handwerksunternehmen, sich irgendwo im Premium-Bereich aufstellen möchte oder schon denkt, dort aufgestellt zu sein. Und wir wollen jetzt einfach mal darüber reden, was bedeutet eigentlich Premium-Positionierung wirklich, was für Vorteile hat es, was für Nachteile hat es vielleicht auch und wie kann man diese Premium-Positionierung eigentlich erreichen. Fangen erstmal mit dem ersten Thema an, was bedeutet Premium-Positionierung? Eine Premium-Positionierung bedeutet einfach, dass der Kunde weiß, wenn ich bei diesem Laden etwas kaufe, dann kriege ich da auf jeden Fall eine Top-Qualität. Vielleicht nicht das Allerbeste vom Allerbesten, aber ich kriege zumindest eine super Qualität. Bin auf jeden Fall über dem normalen Mittelfeld, ne, im Premium-Bereich. Und ich weiß halt auch, die können auch ein bisschen mehr, als jetzt der Baumarkt kann. Also ich kann da auch links und rechts und oben und unten Dinge dazu ergänzen oder wegnehmen, die ich vielleicht nicht haben möchte. Und er kriegt das trotzdem abgebildet. Das bedeutet erstmal Premium plus, ich habe einen Premium-Support, eine Premium-Betreuung und muss mir einfach um nichts Gedanken machen. So, das heißt erstmal ganz zusammengefasst kurz Premium. Ja. Dafür zahle ich auch mehr Geld natürlich. Das ist genau, das wollte ich eben auch noch ergänzen, dass der Kunde halt auch bereit ist für diesen höheren Qualitätsanspruch, sage ich mal, dann auch mehr zu bezahlen. Und das ist ihm auch bewusst und das macht er auch gerne, weil er eben weiß, was ihm dafür erspart wird und was ihn dafür halt auch erwartet. Also er weiß, okay, du bist nicht, das wird nicht das günstigste sein, das wird wahrscheinlich sogar das teuerste sein vielleicht, aber das ist auch in Ordnung so. So genau, ist quasi die Wahrnehmung des Kunden. Genau, jetzt können wir mal darüber reden, wie wird man eigentlich Premium-Anbieter, beziehungsweise vielleicht nochmal anders eingestiegen. Viele Handwerker denken ja, Premium-Anbieter zu sein, weil alles aus einer Hand, ne, alles individuell und so. Und es stimmt, viele sind auch an sich schon von den Produkten, die sie anbieten, Premium aufgestellt, machen aber immer noch einen Fehler meiner Meinung nach, und zwar, dass sie nicht diese Premium-Aufstellung um jeden Preis verteidigen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie auch viele Aufträge zwischendurch mal haben. Irgendwelche kleineren Geschichten, ich meine, kleiner ist immer okay, aber von Kunden, wo man eigentlich schon weiß, es wird eh langfristig nichts. Natürlich, jetzt kommt dann immer wieder die Erklärung von einem Kunden vor 5 Jahren, der mal was Kleines gekauft hat und der auch ganz seltsam eigentlich war und der hat dann auch was Großes gekauft. Das heißt doch nicht, dass du keine Kunden machen sollst, die kleine Dinge kaufen. Das kann auch gut sein, das kann auch ein guter Einstieg sein. Sollst dir aber mal klar werden darüber, was sind eigentlich deine Kunden, was für Profile haben die und dann auch entscheiden, ob du jetzt diesen kleinen Auftrag machst, weil das jemand ist, der wahrscheinlich dann noch demnächst was Großes kauft oder ob es jemand ist, der vielleicht aus der Vergangenheit irgendwann mal was Großes gekauft hatte. Aber es 90% der Fälle eigentlich nicht tut, wenn du eigentlich deine Zeit mit verschwendest. Weil du musst dir vorstellen, das ist eine Zielgruppe. Also wenn du Leute annimmst als Kunden, dann verstärkst du quasi diese Art von Leuten, die du annimmst. Weil du kriegst davon dann auch Empfehlungen von den Leuten, normalerweise, wenn du deinen Job gut machst. Ja. Und ob die Empfehlung dann der Kollege, der eine 3.000-Euro-Küche haben möchte, oder der ist, der eine 13.000-Euro- oder 30.000-Euro-Küche haben möchte, das bestimmst du ja vorneweg schon. Und wenn da schon jemand kommt, der sagt, nee, ich hätte gerne nur eine kleine Reparatur, aber ich kaufe nächstes Jahr vielleicht auch eine Küche bei euch, und du merkst aber schon, da sind alle Flaggen rot, dann nimm den lieber nicht an. Vielleicht bringt er was, aber sehr wahrscheinlich bringt er dir nichts und sorgt nur dafür, dass er vielleicht noch 3 andere Leute empfiehlt, die auch ganz einfach billig kaufen wollen. Da muss man einfach aufpassen. Ne, da muss man schauen, weil damit kann man sich die Premium-Positionierung auch gut verhageln, wenn man dann gerade in Kreisen weiterempfohlen wird, die halt nicht so zielführend einfach sind. Ja. Und, ja? Ja, was ich dazu noch sagen wollte, ist halt, zur Premium-Positionierung gehört natürlich auch ein gewisses Auftreten. Das ist richtig, ne? Ein gewisses Auftreten deines Betriebs, aber das betrifft jetzt nicht nur Werbung, sondern natürlich auch, wie die Mitarbeiter agieren. Ja, wie die Bullies von innen aussehen. Genau. Das Thema halt. Also meiner Meinung nach ist halt von einem Premium-Anbieter erwarte ich halt, dass halt einfach alles komplett reibungslos funktioniert, ne? Und ich auch immer, sag ich mal, perfekt betreut werde. Diese ganzen Geschichten, die müssen natürlich auch alle passen, wenn du dich als Premium-Partner, als Premium-Anbieter positionieren möchtest. Klar, da kann man auch reinwachsen, sag ich mal, aber das muss natürlich dein Anspruch sein, dass du da auf allen Ebenen top bist. Und eben ein ganz großer Punkt ist auch eben in der Außenwahrnehmung, ne? Das heißt, deine Werbung, dein Marketing muss natürlich auch irgendwie dem entsprechen und dem angemessen sein einer Premium-Marke. Wodurch erreicht man das? Gibt es verschiedene Ansätze. Also das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir können vielleicht mal so eine Not-To-Do-Liste machen. Das trifft vielleicht ein bisschen besser und es geht vielleicht ein bisschen schneller. Mal so 3 Punkte, die man nicht machen sollte, wenn man als Premium-Anbieter wahrgenommen werden möchte. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also was man halt nicht dauerhaft machen soll, ist Rabattwerbung. Ne? Wir sehen das sehr oft. Es gibt auch einige Agenturen, die auch spezialisiert sind, für den Kunden immer so eine Referenzwerbung zu machen. Ich meine, wir haben auch manchmal Kampagnen, wo es eine Referenzwerbung gibt. Das hat aber immer strategische Hintergründe, dass diese Leute zum Beispiel wirklich Referenzen suchen. Es gibt aber auch Anbieter, die arbeiten ausschließlich mit Referenzwerbung. Da wird jahrelang immer wieder eine Referenzaktion durchgeballert, besonders im Küchenbereich sehr, sehr beliebt. Und das sorgt halt dafür, ja, du machst Aufträge damit, du gewinnst Kunden damit. Aber deine Positionierung wird immer weiter runtergezogen und wird immer weniger Premium mit der Zeit. Und du hast dann vielleicht mal das Jahr 1 Million mehr Umsatz gemacht oder vielleicht auch weniger, je nachdem, wie groß du bist. Hast aber dafür die nächsten Jahre, zahlst du das 10-fach wieder zurück,
weil du halt bestimmte Leute einfach nicht mehr ansprichst, weil die sagen, ja, bei dem ist ja eh immer billig. Oder der sagt sogar, ich würde auch teuer kaufen, aber bei dem gibt es ja immer einen Rabatt, den will ich jetzt auch haben. Ja. Und damit versaut man sich halt mehr, als man denkt. Also Aktionen zu machen, es gibt auch coole Aktionen, wo man cool Incentives macht, wo man jetzt nicht einen Rabatt geben muss unbedingt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten links und rechts. Ja, also gerne, super sind natürlich immer Aktionen, wo du eine Draufgabe machst. Ja, ne? Weil Draufgabe, das, ja. Das entwertet halt deine Leistung nicht, sondern du gibst halt einfach etwas dazu und dadurch gibst du nicht das Gefühl, dass sozusagen die ganze Leistung einfach billiger gemacht wurde, sondern sie hat den gleichen Preis und du gibst noch was dazu. Das ist ja im Prinzip wie ein Rabatt, nur wird der, wenn es natürlich was ist, was der Kunde auch gerne hat und nützlich ist für ihn, und dann ist es im Endeffekt wie eine Rabattierung, die fühlt sich aber ganz anders an, die fühlt sich viel hochwertiger an. Und es ist auch viel verknappender, ja. Weil du kannst halt sagen, ja, wir haben jetzt halt 20 Stück davon noch rumliegen und die gibst du die nächsten 20 Terrassendächer oder 20 Küchen zum Beispiel. Ja. Du kannst dafür dann automatisch auch noch sorgen, dass du eine Marke nimmst, die du als Rabatt gibst, quasi Rabatt jetzt nicht, als Draufgabe gibst, ist ja quasi eine Art Rabatt, wie Marvin schon sagt, die hochwertig wahrgenommen wird. Ja. Bedeutet, du hast vielleicht ein durchschnittliches Auftreten, willst ins Premium-Segment, du schnappst dir ein absolutes Premium-Produkt, was aber natürlich deutlich günstiger ist als deine Produkte. Sagen wir, du hast dein Produkt kostet 10.000, andere kosten vielleicht 20 und das Produkt kostet eigentlich 100 Euro und du nimmst eins für 500. Das ist ja schon massiv Premium und das gibst du einfach als Draufgabe dazu. Ist wie 5% Rabatt ungefähr. Ja. Aber du kaufst dir halt damit indirekt das Branding dieser Marke mit ein. Mhm. Sowas zum Beispiel kann man machen. Da haben wir mega viele Aktionen in der Schublade. Also wenn du Interesse daran hast, mal über sowas zu sprechen, gerne. Also so kann man sich halt premium-technisch hochziehen und nicht mit irgendwelchen Sonder-Rabatt-Günstig-Schlag-mich-tot-Aktionen. Ja. Das ist aber nicht so cool. Wichtig ist natürlich auch noch das Visuelle, Erscheinungsbild deiner Marke, aber insbesondere auch deiner Werbung bzw. auch deiner Webseite. Ja? Also wichtig ist natürlich als Premium-Anbieter, Top-Fotos zu haben, Top-Videos zu haben im Idealfall. Und hier nochmal ein wichtiger Tipp, was wir ganz häufig sehen oder was mir ganz häufig auch auffällt, ist bei Premium-Anbietern, dass du teilweise so unrealistische Szenarien abbildest auf diesen Bildern, die für den Otto-Normal-Premium-Kunden, sage ich mal, dann schon wieder zu weit weg sind. Ja? Du siehst dann vielleicht eine Küche, die ist in irgendeiner Beverly Hills Villa eingebaut. Und ja, diese Kunden möchtest du natürlich auch haben. Aber es gibt da, das ist so ein Spektrum, sag ich mal, die Premium-Kunden. Nicht jeder dieser Premium-Kunden hat jetzt diese super High-End-Villa, sondern es gibt auch viele Premium-Kunden, die auch sehr, 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 sehr gutes Geld bezahlen, die jetzt, sag ich mal, normales Haus haben. Ja? Und das ist dann ein bisschen abschreckend oder beziehungsweise so ein bisschen ein Dismatch. Das heißt, man muss halt gucken, dass man geile Bilder hat. Aber unserer Erfahrung nach auch, darf das nicht zu abgespaced sein. Also das wirst du manchmal sehen, auch von Herstellern bekommst du manchmal so Bilder oder auch Terrassendächer, ja, da bekommst du vielleicht manchmal Bilder, da steht halt das Lamellendach vielleicht irgendwo und du siehst im Hintergrund das weite offene Meer und so. Ja. Klar, das sieht geil aus, aber wenn du hier in Deutschland Kunden gewinnen möchtest, dann solltest du eher eine Variante zeigen, die halt richtig geil aussieht, aber eher in so einen deutschen realistischen Haushalt halt reinpassen, trotzdem halt noch Premium, aber eine realistische Situation abbilden. Ja. Das ist halt super wichtig. Ja, ja, genau. Und der dritte Punkt, der einfach nicht zu kurz kommt, ist der Service. Also bei einem Premium-Anbieter erwartet man einfach einen gewissen Service. Bei uns ist es so, wenn du bei uns Partner bist, kannst du jederzeit anrufen, kannst jederzeit eine Mail schreiben, kriegst immer innerhalb von 24 Stunden irgendwie eine Rückmeldung, jetzt außer am Wochenende, das ist klar. Und sowas solltest du für deine Kunden halt auch bieten, weil der Service steht und fällt halt ganz viel. Service kann ich mit Produkten nicht nachmachen. Service kann ich aber ohne viel, in Anführungsstrichen, ohne viel eigenes Geldinvestment am Anfang schon einfach herstellen, indem ich mich selber einfach kümmere. So hat es bei uns auch angefangen. Irgendwann hat man auch Leute, die sich kümmern und dann irgendwann ist halt einfach eine Premium-Marke. Weil halt die Leute wissen, okay, wenn ich da buche, dann habe ich auf jeden Fall immer einen Ansprechpartner, da kümmert sich immer jemand um meine Belange und da kann ich auch im Zweifel alle Fragen stellen. Und das ist halt mega wichtig, weil wenn du sowas halt nicht anbietest, dann bist du halt vergleichbar und das ist, Service ist schwer zu kopieren tatsächlich. Gerade größere Unternehmen kriegen Service einfach nicht mehr gut abgebildet. Denke ich jetzt genug Beispiele an, da muss ich jetzt keine sagen, weil der Service sehr schlecht ist bei großen Unternehmen. Und das kannst du als kleiner Player halt sehr gut abbilden und kannst dich da direkt auch gut positionieren und damit die Empfehlungsquote auch massiv steigern. Ne? Genau, das mal zum Thema Premium-Positionierung. Mega spannendes Thema, da sollte man auch als Geschäftsführer immer dran arbeiten. Es hat einfach nur Vorteile, du hast mehr Marge, du hast bessere Kunden, du hast mehr Spaß daran. Es macht einfach Spaß. Und wenn du Fragen dazu hast, wenn du sagst, hey, du würdest gerne mal da oder dazu irgendwas wissen, was Premium-Positionierung angeht, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos, denke ich, wieder. Bis dann, ciao.